Moin, guten Tag mit euch und es geht direkt los zur nächsten Folge der Ender. Oh, zwei Dias und ein Goldapfel. What the fuck? Oh mein Gott. Heute spielen wir das Kid Techniker. Oh, das nehmen wir uns noch mit. Dafür hast du halt wirklich den Vorteil, dass du der Yolo-List. Ha, ich habe ein Dia-Schwert. Und pam. So, jetzt habe ich direkt eine Lederrüstung, wie ihr gesehen habt. Die habe ich direkt automatisch angezogen bekommen. Es ist so ein Geuer-Kid. Ich sehe es an der braunen Kappe und an der grünen Hose. Er will einen Bogen-Battle. Also ich kämpfe jetzt gerade gegen das stärkste Bogen-Kid quasi. Obwohl ich jetzt gar kein Bogen-Kid bin. Und bam. So, jetzt habe ich meine Rüstung aufgewertet. Die Sachen, die noch aus Leder waren, sind jetzt zu Gold geworden. Die Sachen, die aus Gold waren, sind zu Eisen geworden. 200 Blöcken. Deswegen nehme ich jetzt den Teleporter und hoffe einfach. Hä? Was? Ich nehme mich auf den Teleporter drauf und werde nicht bin ich so unfähig oder bin ich dumm? Beides. Zack, ich habe den getötet. Dadurch habe ich meine Rüstung aufgewertet. Und jetzt. Bam. Nice. Jetzt bin ich komplett dir. Dadurch, dass ich den einen zuerst gekillt habe. Okay, komm. Ich muss irgendwie die ersten Hits landen, dann haben wir es. Dann haben wir es. Yes. Yes, 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 yes. Er will mich anzünden. Ja, aber darauf falle ich nicht rein. Mein Schwert ist kaputt gegangen. Na klar. Trank des Schadens. Er lebt immer noch. What the fuck? Alter, mein Schwert ist einfach kaputt. Komm schon. Ey, renn doch nicht nur weg. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Shit, ich habe keine Pfeile mehr und hab nur ein Eisenschwert zum Kämpfen. Oh nein. Mit dem Lava-Eimer wird er meine Rüstung auch schnell zerstören. Mein Schwert ist schon wieder kaputt. Aber jetzt habe ich ihn angezündet. Ja! Nice. Alter, aber die Schwerter gehen ja so schnell kaputt. GG, aber ich habe ihn angezündet. Ey, ohne den Lava-Eimer hätte ich das nichts machen können. Und wir spielen heute das Kid High. Okay, also ich hatte gestern einfach ein bisschen schlechte Laune. Ich habe mit Katie ziemlich lange telefoniert und verstehe mich mit ihr immer noch ziemlich gut. Und das hat mich dann irgendwie auch ein bisschen traurig gemacht, weil, ja, diese schöne Zeit irgendwie vorbei ist sozusagen. Also, keine Ahnung, kennt jeder, der schon mal eine Beziehung hatte, dass man halt auch ein bisschen traurig und, ja, war aber nicht, ist nichts Schlimmes oder so, bla. Und ich wollte einfach nur nicht die schlechte Laune dann sozusagen verbreiten oder ein bisschen diese niedergeschlagene Stimmung, ja. Hilfe, ein Bärchen. Aber ich bin ein Hai. Und der Hai greift vom Wasser aus an. Hä, was hat der vor? Hä? Hat der einen Plan gehabt oder war der ein bisschen hohl? Hm. Beides? Okay, einigen wir uns auf beides. Okay, ich habe keine Pfeile mehr. Oh. Okay, er will Pfeile schießen. Nein. Nein, er will Pfeile schießen, aber ich bin ja unter Wasser, da werde ich regeneriert. Jetzt bist du. In meinem Gebiet. Jetzt bist du in meinem Wasser. Oh mein Lieber, unter Wasser bist du einfach ein Opfer für mich. Ah, jetzt rennt er weg. Jetzt rennt er weg. Bam! Die Enderperle, nice geworfen und dann mit dem Hai an Land gewonnen. GG. Kriegen wir noch hin. Ich spiele das Kid Ender. Nein, das Kid Ender Golem. Nein, das bin ich. Ja, wahrscheinlich. Ich spiele das Kid Eisen Golem und deswegen habe ich auch den Revi dabei, denn der Revi ist ja ein Markianer. Ich bin quasi so Experte auf dem Gebiet. Ja, wer bei meinem Marktprojekt dabei ist, kennt man sich mit Eisengolems aus. Und der Eisengolem wurde von euch mit ungefähr 50% aller Stimmen gewotet, also von 20.000 wurden 10.000 Stimmen für den Eisengolem abgegeben. Fand ich auf jeden Fall interessant, weil der Vampir, lustigerweise, der Eisengolem hat ungefähr 50 Stimmen bekommen und das Vampirkit hat nochmal 25 bekommen, also es war ziemlich. Wobei ich Vampir, glaube ich, auch ganz interessant finde. Ja. Ich muss sie wegwerfen! Hast du Lava-Eimer? Ja, habe ich. Da kommen wir direkt zwei. Beide reingelaufen. Aber der eine tötet den anderen. Jetzt würdest du ihn mit der Lava messen. Das schaffst du. Der hat ein verdammtes Dia-Schwert und ich bin langsamer als er. Aber ich habe einen Speedblock genommen. Nein. Du hast eine Werfbare-Tränke der Heilung. Nutze sie, Simon. Oh, stimmt. Werfbare-Tränke der Heilung. Oh, ich habe ihn weggeworfen. Ich wurde im richtigen Moment geportet. Hast du ein Glück, Alter. Da vorne ist der nächste, aber erstmal weg.
Mann! Oh, oh nein, die Dias wollen weg! Genau! Als ob! Das kann nicht sein, was habe ich denn für ein Pech? Nee, ich habe sie. Boah, ich habe sie schneller genommen, als ich dachte. Ich würde jetzt gerne craften. Habe ich schon Holz noch? Ja. Nein, ich hab zwei Werkbänke. Ich bin gerade verwirrt. Oh. Normalerweise nehme ich einen jetzt mal alleine auf und das, du bringst mich raus. Oh shit, Alter. Kriegst du hin. Bam! Das war aber nice. Junge, ne? Junge. Richtig gut. Pfeil hast du auch. Spam ihn tot. Hab ich ihn angezündet? Ja, hast du. Alles cool. Ja, hab ihn verbrannt. Als ob, Alter, nice. Muss schon sagen. Du kannst auch Tiere werfen. Ich werf dir ein Tier im Kopf, Mann. Richtig. Oh. Das Schwert dahinter. Wo ist er jetzt? Ja. Der arme Dude. Der ist Kaktus! Der ist ein Kaktus! Der wird zum Kaktus, wenn er sich bewegt. Guck mal. Siehst du den? Oh, nicht schlecht. Stimmt, der kann ja diese Lava-Scheiße machen. Oh, jetzt wird er frech. Bam, weggeworfen. Boah, geil, Alter, das ist richtig cool. Ja, er kann halt nichts machen, ich kann ihn einfach wegwerfen. Er ist Kaktus, nicht schlecht. Ja, das war. Nee, der ist da. Okay. Na komm, ich mach Ende. Oh, ease. Ja, nicht schlecht. Also das Eisengolem-Kit kann einem schon richtig helfen, Gegner von sich wegzubringen oder wenn man oben am Berg steht, Leute runterzuschubsen. Kannst du das an oder sowas? Ui. Ui. Gut. Was ist denn mit dir? Ja, ui. Haut rein, ciao, Leute.